Wir lösen unterschiedliche Brennstoffe zurzeit in Wasser, aber anschließend auch noch in Spiritus und dann in Paraffinöl, um zu gucken, wie die sich in der Löslichkeit verhalten. Okay, ich fräse jetzt hier eine Laptop-Fülle mit dem Programm CAD. Dann programmieren wir das Ganze erst, dann fangen wir das Rohmaterial hier ein und dann fräsen wir das Ganze mit dem Bohrer aus. Wir haben mit Hilfe der Helmholtz-Spule da vorne die spezifische Ladung eines Elektrons bestimmt. Bei uns im Bienenstock haben wir auch noch nicht die Königin angezeichnet, weil die zeichnet man immer an, damit man die gut erkennen kann. Wir müssen jetzt da die Seite aufschneiden, um zu gucken, wie dick es ist und um zu gucken, was halt drin ist. Und zwar der Roboter hat hier einen Lichtsensor und er soll bei Weiß stehen bleiben und bei Schwarz sich drehen, dass er weiterfahren kann.